Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Torwächter Thorald. Im Verborgenen. Ja, dafür muss ich ja sowieso erstmal wieder zurück zu ihm. Ich muss unbedingt wieder ein bisschen Kohle haben. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Wir werden angegriffen. Oh, da liegt was. Kann ich zu Geld machen? Statusbericht zu den Konvertern. Es gibt keine aktiven Konverter mehr. Ich habe sie alle deaktiviert. Ja. Beeindruckend, ja. Wozu du fähig bist. Ich hoffe, dass du dich am Ende auch für die richtige Seite entscheidest und wir uns nicht wieder als Feinde gegenüberstehen werden. Gut. Was kannst du noch vorweisen? Du hattest recht. Zadom steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Tja, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Nun, nachdem du das jetzt weißt, solltest du Zadom nicht zur Rechenschaft ziehen? Er ist verschwunden. Ich fürchte, er wird wieder auftauchen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. In Ordnung. Und weiter? Kallax hat mich in seine Falle gelockt. Oh. Glück für dich, dass du es trotzdem überlebt hast. Aber sowas von Glück, ey. Die hätte ich niemals besiegen können. Gut, dass ich so schnell reagiert habe. Kurz vor der Exekution. Ich glaube, Hund träumt wieder. Wie ich sehe, hast du es geschafft. Du bist jetzt Elexitor. Ja, endlich. Es ist faszinierend. Ich kann jetzt sehen, es ist wirklich der einzige Weg, um wahre Effektivität zu erreichen. Jetzt, da ich die Robe trage, ist es für mich noch unverständlicher, dass du dieses Angebot des Meisters ausschlagen konntest. Der Preis ist mir einfach zu hoch. Mein freier Wille gehört mir und keiner Maschine oder einem Kollektiv. Aber du hast doch keine Ahnung, was dir entgeht. Man hätte dich dazu zwingen müssen. Wir sind immer noch Individuen. Und so sollte es auch bleiben. Und wenn das Kollektiv der direkte Weg in die nächste Stufe der Evolution ist... Ist er das? Dass du es nicht weißt, obwohl du jetzt ein Teil des Kollektivs bist, sagt mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie kann ein Alp so etwas sagen? Naja, ein richtiger Alp bist du ja ohnehin nie gewesen. Ach ja? Willst du mir damit sagen, ich hätte all die Jahre meine Zeit verschwendet, indem ich unserem Volk und der Direktive gedient habe? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich sagte. Wir haben noch einige Vorbereitungen für unseren nächsten Einsatz zu treffen. Also lass uns weitermachen. Ja, machen wir weiter. Ja, aber es wäre besser für unsere Zusammenarbeit, wenn du dich ab jetzt aus meinen Familienangelegenheiten raushältst. Wie du meinst. Du bist ein wahrer Kriegsherr. Deine Taten werden den Menschen unvergesslich bleiben. Ab heute haben wir eine reelle Chance, den Krieg zu gewinnen. Unser vernichtender Sieg über den Hybriden wird glorreich sein. Langsam, Thorald. Wer spricht hier von Vernichtung? Der Hybrid wird sich beugen. Oder seine Tage sind gezählt. So weit sind wir noch nicht. Ich will jetzt erst einmal wissen, was du über den Eispalast weißt. Gut. Gib mir noch einen Moment Zeit. Ich muss erst über ein paar Dinge nachdenken. Dann stelle deine Fragen.
Ich werde sehen, ob ich sie beantworten kann. Je näher ich meinem Ziel komme, desto weiter scheine ich mich davon zu entfernen. Was habe ich getan? Ich führe einen offenen Krieg gegen meine eigenen Leute. Mehr noch, ich verbünde mich mit dem Erzfeind, den ich einst bekämpfen sollte. Wie konnte ich so tief fallen? Der Kampf gegen mein innerstes Selbst bringt mich fast um den Verstand. Wer steckt hinter diesem Komplott gegen mich? Gegen mich, dem einst stärksten und effektivsten Kriegsherrn des Hybriden? Wer am Hofe des Eispalastes hat so großen Einfluss und ist so vermessen, sich gegen den Willen des Hybriden zu stellen? Kallax? Die Separatisten? Zadom? Vielleicht der erste Elexitor Tarek? Waren es am Ende sogar alle Elexitoren? Weil ich ihnen zu mächtig wurde, niemals einer von ihnen sein wollte. Ich will die Wahrheit. Passus 4. Ich will endlich antworten. Das Geheimnis des Hybriden. Ach ja, so, wir sind jetzt... Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Wieso? Willst du rumknutschen? Hier so beim blutigen Felsen. Ist echt cool. Wo sind wir denn hier? Ach, guck mal, da unten läuft einer rum hier so. Ha. Welche Schwachstellen hat der Eispalast, die die Alps nicht kennen? Bevor wir unsere Trümpfe ausspielen können, müssen vorher noch einige Dinge passieren. Die Armee der Alps versammelt sich gerade an den Grenzen von Xakor. Wenn wir diese Stellungen einzeln ausheben würden, wäre ein Frontalangriff überhaupt erst möglich, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Und wo wir schon bei Hinterhalt sind. Die Separatisten müssten endlich einmal Farbe bekennen und aktiv eingreifen. Sind sie nun für oder gegen uns? Entweder sie unterstützen uns, oder sie müssen aus dem Weg geräumt werden. Bist du bereit dazu? Sagte ich, du sollst unsere Probleme aufzählen? Erzähl mir endlich etwas, das uns weiterhilft. Ist das Eisland sauber, kommt dein Gleiter ins Spiel. Die große Barriere um den Eispalast muss weg. Ein paar gezielte Schüsse mit den Bordkanonen deines Gleiters würden den Barrierengenerator zerstören und der Weg wäre frei. Dazu muss er aber voll einsatzbereit sein. Unter welchen Umständen wirst du denn bereit, den Separatisten zu vertrauen? Ganz einfach. Sobald sie anfangen, auf ihre eigenen Leute zu schießen, hätten sie mein Vertrauen. Den Gleiter sollten wir hinbekommen. Doch wie sollen wir die Streitmacht der Alps aus dem Weg räumen? Die größte Schwachstelle der Alps ist das Elex. Wir haben bereits ihren Nachschub abgeschnitten. Jetzt werden wir uns um den Teil kümmern, den sie bereits haben. Wenn ich mit meinem Experiment erfolgreich bin, dann werden die Alps ihre wichtigste Machtquelle verlieren. Du glaubst, man überwindet die große Barriere einfach nur, weil man den Generator beschießt? Eure Generatoren sind alle gleich aufgebaut. Es ist ein Kinderspiel, wenn man mit voller Energie auf die Lüftungslamellen schießt. Wir haben einen ähnlichen Generator bei dem Angriff auf den Konverter hier in Edan lahmgelegt. Ein Schuss mit einer unserer Ballisten reichte völlig aus. Da wird dein Gleiter erst recht damit fertig. Und wenn dein Experiment nicht funktioniert? Dann werden wir nicht umhinkommen, die Alparmeen direkt anzugreifen. Du warst selbst einmal Commander der Alpsoldaten. Also weißt du auch, wie kopflos die Alptruppen sind, wenn ihnen die Führung fehlt. Erledige die Alp-Commander der letzten Stellungen der Alps rund um den Eispalast. Und sie werden uns nicht mehr am Einmarsch in den Eispalast hindern. Du planst, den Hybriden mit Mana zu kontaminieren? Ja, man muss nur nah genug an ihn herankommen, um es ihm einzuflößen. Dann kennst du den Code des letzten Shots zum Hybriden. Nein, aber du weißt, wer ihn haben könnte, oder? Die Elexitoren. Jeder von ihnen hat freien Zugang zum Hybriden.
Ich war nur ein Commander und konnte nur zum Hybriden, wenn er mich rief. Dann geh doch endlich zu Kallax und erledige diesen Mistkerl. Doch vorher quetschst du noch diesen Code aus ihm heraus. Warum glaubst du, sollte ich dich den Hybriden vergiften lassen? Nicht vergiften. Umkehren. Aber bevor wir das klären, wie stehst du eigentlich zu dem Hybriden? Das ist kompliziert. Ach ja? Dann erleuchte mich mal, bevor wir weiterreden. Scheint mir der einzige Weg zu sein, um diese Welt zu retten. Den Hybriden zu vernichten scheint mir der einzige Weg zu sein, um diese Welt zu retten. Obwohl ich diesen Gedanken nicht gerne ausspreche. Mein ganzes Leben kämpfte ich für ihn. Ich sehe aber, was er mit den Menschen hier draußen macht. Ich verstehe nun, warum sein Weg nicht der richtige sein kann. Wir können gegen ihn wahrscheinlich nicht gewinnen. Dazu ist er schon zu mächtig. Aber wir könnten seine Natur umkehren, um ihn auf den richtigen Weg zu zwingen. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen. Der Hybrid verfolgt einen größeren Plan. Größer als wir alle zusammen. Er weiß Dinge über die Begebenheiten des Universums, von denen wir keine blasse Ahnung haben. Er kennt die Zukunft. Er kennt die Natur des Elex und warum es auf unsere Welt gekommen ist. Das betrifft uns alle. Früher oder später zahlen wir den Preis für die Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen treffen. Wenn das wirklich so ist, dann hoffe ich für uns alle, dass du keinen Mist baust, wenn du erst einmal im Eispalast bist. Also nimm diesen Setzling. Setze ihn dem Hybriden ein, wenn du kannst. Nur so werden wir von der Höllenbrut befreit werden. Ich werde nicht noch einmal in Kallax Falle laufen. Du brauchst einen Treffpunkt, der von den Alps nicht so häufig kontrolliert wird. Zardom hat sich doch auch irgendwo versteckt. Wie wär's denn damit? Dann musst du Kallax dazu bringen, allein gegen dich anzutreten. Gut, dann weiß ich jetzt, wie und wo ich Kallax stellen kann. Ich werde ihm eine Nachricht mit meinem Adjutor senden. Ich denke, er wird nicht lange brauchen, um am Treffpunkt zu sein, wenn er sie liest. Beeile dich aber damit, bevor er Dinge in Gang setzt, die wir nicht mehr aufhalten können. Wie weit bist du mit deinen Vorbereitungen für dein Elix-Experiment? Ich habe jetzt alles beisammen. Ich habe auch schon den genauen Ablauf geplant. Wenn es klappt, sollte ich theoretisch danach fähig sein, das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umzukehren. Leider glaube ich, dass ich es allein nicht schaffen werde, die dabei nötige magische Energie aufrechtzuerhalten. Was mir fehlt, ist ein starker Magier, der mich unterstützt. Kaya! Wie wäre es mit Kaya? Sie ist eine sehr mächtige Magierin. Kaya. Sie kämpfte stets gegen unsere Gesetze und hatte oftmals ihre eigenen Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Sie ist zwar außerordentlich mutig, aber zuweilen auch sehr naiv. Außerdem ist sie noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob sie dem großen Druck des Experiments standhalten wird. Sie ist die beste Option, die wir haben. Dann frag du sie, ob sie bereit wäre dazu. Mein Draht zu ihr war nicht unbedingt der allerbeste. Das fand ich jetzt ziemlich mies. Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Elix-Experiment. Ja, ich hatte schon so etwas befürchtet. Ich meine, wenn seine Theorien stimmen, könnte es den Alps mit einem Schlag die Kampfkraft nehmen. Grund genug, es zu versuchen. Sag Thorald, ich werde da sein, wenn er das Experiment startet. Kaya hat sich bereit erklärt, dich bei deinem Experiment zu unterstützen. Das klingt gut. Wann kann ich damit rechnen? Das hängt von dir ab. In Ordnung. Wie steht es denn um deine mentale Verfassung? So etwas Großes habe ich noch nie versucht. Doch ich glaube daran, dass wir es schaffen können. Gut. Dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Es ist alles bereit. Wir könnten sofort beginnen. Nee, ich möchte gerne erstmal meinen Bruder töten. Oder so.
Commander Hector. Die sind alle da hinten. Ach, oh, guck mal, die laufen alle da so rum. So. Machen wir das als erstes, oder? Oh, gruselig. Also ich kann noch nicht steuern, jetzt kann ich speichern. So, ich denke mal, der wird bestimmt nicht alleine hier rumgeistern. Also müssen wir den ein bisschen von seinen Leuten weglocken. Ganz schön viele. Ist der da drinne? Tatsache. Yo. Ich erledige das. Ja, Kaya, dann erledige das mal. Kommen sie alle. Ah, scheiße, jetzt kommen sie alle. Ach Mann! Scheiße. Das hat so nicht funktioniert. Ich versuch's nochmal. Es geht los. Ach, er kommt schon raus. Renn, Kaya, renn! Da ist auch einer.
Gut, dass ich die Bomben alle habe, ey. Ja, es wird langsam knapp. Den schnapp ich mir. Was zum... Oh, was will er denn hier? Spielstand speichern. Wie viele waren das eigentlich? Eins, zwei, drei, vier Stück muss ich da noch. Aha. Das machst du nicht ungestraft. Oh, das mit den Bomben wird jetzt langsam knapp. Ganz anders, wenn ich mir vorstelle, dass es bald überall so aussehen könnte. Hm. Oh, gruselig. Geht mir aber genauso. Huchala, hat es den einfach mal so weggeworfen. Ich glaube, ich gehe hier so rum. Kaya wurde schon wieder angegriffen. Oh Gott. Fuck. Na, warte. Ach Mann, das klappt nicht.
Wow. Boah! Alter! Ich muss jetzt ein bisschen... Oh nein! Okay, das funktioniert so nicht. Schlechter Zeitpunkt. Na, warte. Keine Munition mehr. Oh, fuck. Oh Mann! Nein! Oh Scheiße! Nein! Kaya hat ihn voll erwischt, weißt du, und dann... Macht so aber auch keinen Sinn. Schlechter Zeitpunkt. Jetzt aber, oder? Ich brauche mehr Granaten. Ich brauche definitiv mehr Granaten. Sehr schön. Ich werde es den Duke wissen lassen, wie artig du gezahlt hast. Dann mal viel Spaß im Fort.
Okay. Zeig mir deine Ware. Alles klar. Natürlich, ich muss erst was verkaufen. Okay, es war jetzt nicht gerade viel, aber... Zeig mir deine... Zeig mir deine Ware. Ja, das war's. Mehr Granaten habe ich nicht. Ach, diese ganzen... Das ist jetzt wieder so der Zeitpunkt, wo es mir echt keinen Spaß mehr macht, ne? Ich meine, es ist eigentlich, ich spiele schon auf leicht, aber es ist irgendwie überhaupt nicht möglich, finde ich. Wie soll es möglich sein, diese ganzen Sachen da zu besiegen? Ist meiner Meinung nach nicht möglich. Kaya läuft außen rum, die blöde Kuh. Aber die nehme ich nicht mehr mit. Ja, ja. Das machst du nicht. So. Mit dem ist Kaya beschäftigt. Helfen ihr mal ein bisschen. Ja, sehr schön. Ach, einmal kurz nach meinem Trinken gucken. Großer Heiltrank habe ich.
Gut. Speichern bitte. So, wie viele sind noch übrig? 3. Einer ist da oben. Ich hätte diese Brille nicht verkaufen sollen. Irgendwas rennt uns hinterher. Ach so. Wow. Scheiße. Oh, und Kai hat schon wieder einen Hänger. Wow. Den könnte ich eigentlich da hochlocken. Aber ob das funktioniert? Kaya ist noch beschäftigt. Das machst du nicht ungestraft. Ich muss erstmal wieder warten. Speichern. Da vorne stehen sie alle. Oh, jetzt sehe ich erst, wo wir sind. Okay. Scheiße. Ich wollte das Vieh hier hinlocken. Kann ich nicht. Ja, Kaya, du bist doch total unbeholfen, ey. Mit dir kann man gar nicht starten. Das geht so nicht. Die kannst du nicht mitnehmen, ne? Oh, das ist perfekt. Los, Vieh. Mach die anderen auch platt.
Ja! Geh da hin, mach sie tot! Ihr habt beide irgendwie einen Hänger, ne? Oh, das ist perfekt. Oh. Jawohl. So muss das sein. Und der nächste. Los, mach mal den Alp-Commander für mich platt. Danke. Na, warte. Kann die nicht runterwerfen oder so. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ach, du lebst wieder? Das mit den Monstern dahin locken, das ist perfekt. Außer ich glaube, die Mutanten, die kämpfen nicht gegen die Alps. Na, warte. Glaube ich zumindest. Da ist keiner von denen. Da ist einer drinne. Hier ist einer. Und dann ein bisschen weiter oben ist einer. Hier ist einer drin. Falsch. Na, warte. Machst du nicht ungestraft. Kämpfen jetzt die Mutanten gegen die? Nö. Aber ja klar. Das war so klar, ne? Guck mal, die können bis bei denen bis zum Lager gehen. Wir werden von denen nicht angegriffen.
Ja. Ich erledige das. Kaya, dann tu mir den Gefallen und mach bitte. Ich brauche einen anderen Verbündeten. Das geht so nicht mit Kaya. Es geht nicht mit Kaya, aber ich muss eh Schluss machen, Leute. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.